Hey ihr Kaltverrückten, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit und von Marian Hund. Also, das bin immer noch ich. Das Thema heute ist der Selbststart, sprich, wenn all deine Freunde schon am Wasser sind, weil du den wieder gestartet hast und du bist der Einzige, der noch am Strand steht, wie kriegst du deinen Schirm am sichersten und am besten in die Luft? Und das zeige ich dir jetzt. Film ab. Ich werde dir heute drei verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie du den Schirm am besten selber in die Luft bekommst. Du musst dir allerdings wirklich im Klaren sein, dass wenn du den Start selber machst, dann hast du niemanden mehr, der dir während des Startvorgangs noch helfen kann. Das heißt, ich würde es dir wirklich nur empfehlen, wenn du Platz um dich herum hast, wenn du schon ein bisschen erfahrener Kiter bist und wenn du eben genau weißt, was du tust und was du kannst und wenn du vielleicht auch mal mit einer Situation umgehen kannst, die so nicht vorhersehbar war, weil eben ein Selbststart auch gewisse Risiken birgt. Nichtsdestotrotz, ab geht's mit der ersten Möglichkeit. Okay, zuerst möchte ich dir die meiner Meinung nach sicherste Methode vorstellen. Hierbei bindest du quasi eine Leine oder ein anderes Trapez oder irgendwas, wo du den Chicken Loop einhaken kannst, um einen Gegenstand, der fest am Boden verankert ist. Dann gehst du zum Kite, stellst diesen auf, wie als ob du quasi einem imaginären Kiter oder dir selbst starten möchtest. Stellst den Schirm ganz sauber an den Windfensterrand und gehst dann zurück zur Bar und ziehst den Schirm quasi nur noch nach oben. Wie das genau ausschaut, zeige ich dir jetzt. Variante Nummer 1 habe ich hier den Pfosten von der Buhne gewählt, der ist fest. Darum habe ich ein Trapez gemacht, was wir noch dabei hatten und werde da gleich den Chicken Loop einhängen. Jetzt gehe ich erstmal zur Bar. Also ich war heute schon auf dem Wasser, deshalb mache ich jetzt Trockentraining, aber das ändert ja nichts daran, wie ich den Schirm in die Luft bekomme. Wichtig ist auf jeden Fall, bevor du jetzt den Schirm in Startposition bringst, dass du komplett fertig bist, sprich dein Brett liegt an der Wasserkante, du hast dein Trapez an und du bist ready to go und brauchst quasi nur noch deinen imaginären Starthelfer. Jetzt den Schirm da einfach hingestellt. Das heißt, der bleibt so und wartet auf mich und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich hänge mir den Chicken Loop ein, hänge mir die Safety Leash ein und kann ihn dann ganz entspannt nach oben ziehen. Die erste Version des Selbststartens, die ich dir gezeigt habe, quasi mit dem Festmachen an einem festen Poller oder an einer Stange, genauso kannst du deinen Schirm auch landen und das würde ich dir auch empfehlen, das ist eine sehr sichere Möglichkeit. Du machst es genau analog zum Starten, nur eben rückwärts. Das heißt, ich lenke jetzt hier meinen Schirm ganz langsam auf die Oberfläche, auf die Landoberfläche, dann hake ich den Chicken Loop ein und renne zum Schirm und drehe ihn mir um und sichere ihn mit etwas Sand. Zeige ich einmal. Einfach nur noch hinlegen, um mit etwas Sand zu schweren. Möglichkeit 2 ist dafür gedacht, falls du irgendwie an einem Strand bist, wo es wirklich überhaupt gar keine Befestigungsmöglichkeiten gibt, dann zeige ich dir jetzt, wie du mit Sand oder ein paar Steinen in einem Kitebag den Schirm starten kannst. Los geht's! Die zweite Selbststartmöglichkeit ist wirklich prädestiniert dafür, wenn etwas weniger Wind ist. Einfach weil das bei Sturm Quatsch ist, weil da einfach die Gefahr besteht, dass sich der Schirm irgendwie selbstständig machen kann. Das Grundprinzip ist relativ einfach. Wir hangeln uns hier am Kite an das Tipp runter. Und jetzt gehe ich einfach her und packe jede Menge Sand auf das Tipp drauf. So, ein bisschen Sand ist schon drauf, der hält schon mal. Wenn du das Gefühl hast, der Schirm hält, kann ich dir erfahrungsgemäß einfach nur empfehlen, pack nochmal mindestens das Doppelte drauf und dann ist es auch kein Problem. Hoch kriegst du den Schirm im Endeffekt immer. So, gut, da ist eine Menge Sand drauf. Ich habe das Gefühl, der Schirm steht safe. Ich renne jetzt zur Bar und ziehe ihn einmal nach oben. Okay, das hat jetzt gerade ein bisschen gedauert, bis der Schirm hochgekommen ist. Das liegt aber daran, dass wir hier wirklich ganz wenig Wind haben und dementsprechend musste ich ein bisschen zuppeln und ich habe auch echt viel Sand draufgelegt. Aber lieber so, als dass sich der Schirm selbstständig macht und durch ein bisschen Zuppeln an den Frontlines
kann man den Sand quasi sukzessive abschütteln und den Schirm sicher nach oben bringen. Es gibt natürlich keine Landemöglichkeit, wie man das Ganze irgendwie rückwärts machen kann, mit Sand draufpacken. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, die bei wenig Wind relativ gut funktioniert. Und das ist, wenn du deinen Schirm runterlenkst Richtung Boden und dann kurz vor Bodenkontakt energisch die fünfte Leine oder alternativ, wenn du keine fünfte Leine hast, die obere Frontline ziehen. Eine Möglichkeit funktioniert wirklich umso besser, je weniger Wind ist, weil der Schirm am Ende einfach umkippen muss und das macht er bei viel Wind nur sehr schwer. Das Blödste, was dir passieren kann, ist, dass der Schirm quasi nicht kippt und da musst du auf jeden Fall bereit sein, den Schirm sofort wieder zu steuern. Und was auch ganz wichtig ist, hab unbedingt Platz in Lee, denn wenn der Schirm nicht umkippt, dann musst du eben da quasi einfach ein bisschen Puffer haben, dass da auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände oder Leute sind. Und die letzte Selbststartmöglichkeit ist auf jeden Fall die spektakulärste und aber auch die gefährlichste Möglichkeit. Denn hierbei geht der Schirm eigentlich mehr oder weniger in der Powerzone vor dir hoch und du musst darauf gefasst sein, dass du auf jeden Fall mit viel Kraft von Seiten des Schirms konfrontiert wirst. Und das Grundprinzip ist relativ einfach. Ich hake mich jetzt hier ein, der Schirm liegt daher bereit. Um den Schirm zum Drehen zu bringen, ziehe ich quasi das Tipp, welches weiter von mir weg ist. Das ist in diesem Fall die rechte Seite, also die schwarze Leine. Da ziehe ich jetzt einfach und dann... Jetzt haben wir natürlich ein bisschen wenig Wind. Aber man sieht schon, der Schirm fängt jetzt an, sich zu drehen. Genau, und jetzt liegt der Schirm, rutscht jetzt quasi in die Powerzone. Das heißt, ich kann ihn jetzt hier starten. Was ich jetzt mache, ist einen Russenstart. Also ich ziehe quasi den Schirm vor mir in der Powerzone hoch. Dafür ziehe ich erstmal die beiden Steuerleinen, greife ich. Damit kehre ich quasi das Profil um. Und dann lasse ich quasi eine Steuerleine los. Dadurch dreht der Schirm raus und er schießt dann quasi vor mir nach oben. Wie das ausschaut, zeige ich euch einmal jetzt. Das ist auf jeden Fall die fortschrittlichste Version des Selbststarts. Kann ich nur empfehlen, wenn ganz viel Platz in alle Richtungen ist und man wirklich schon sehr erfahren mit dem Kite ist. Und eine Sache, die ich dir noch empfehlen kann, guck wirklich, dass keine Steine oder keine Muscheln irgendwo am Strand sind, die deinen Kite verletzen können, weil das geht relativ schnell, weil der Schirm sich ja quasi, weil der so ein bisschen über den Sand schrappt und kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen, guck da lieber, ist besser. Cool, das waren also die einfachsten und gängigsten Möglichkeiten, wie du deinen Schirm selber starten und landen kannst. Ich möchte nochmal betonen, dass es auf jeden Fall das Beste ist, wenn du jemanden hast, der dir hilft, sowohl beim Starten als auch beim Landen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Video und wir sehen uns nächste Woche wieder.